91 Jahre alt ist Christel Lehmann und Einzelhändlerin aus Leidenschaft. 1944 stand sie erstmals hinter dem Tresen des Familiengeschäfts in Idar-Oberstein. Doch nun ist Schluss. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist der Rollladen zu und die Tür zugesperrt. Eine Glasscheibe sollte Christel am Verkaufstresen montieren, aber das war der kontaktfreudigen Seniorin zu viel. Schweren Herzens beendet sie nun die lange Familientradition. Den kleinen Laden hatten ihre Großeltern aufgebaut, dann an Christels Eltern übergeben und irgendwann schwang sie hier das Zepter. In all den Jahrzehnten hat sich viel angesammelt, so wie diese Schnapsfläschchen. Das sind die Ältesten. Da ist schon gar kein Schnaps mehr drin. Ah doch, noch ein bisschen. Nach und nach wird der Laden nun ausverkauft, aber ohne Zeitdruck. Geduldig wartet Christel Lehmann, bis die Regale leer sind. Ich räume mal die Schenke aus und die Schubladen. Was haben ja jetzt alle Frauen gemacht mit der Corona, wenn sie zu Hause waren? Aber irgendwann ist es soweit. Dann wird der Tante-Emma-Laden, der zwei Weltkriege überstanden hat, endgültig schließen. Vielleicht nur eine Fußnote in der Corona-Pandemie und trotzdem ein Verlust. Nicht nur für Christel Lehmann, sondern wohl für ganz Idar-Oberstein. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.